Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Fahrstunde. Ja, heute machen wir Fahrstunde mit Jasmina. Ihr habt da Bock auf die Fahrstunden, so wie ich das hier sehe. Deswegen gibt es jetzt hier für euch die nächste Folge. Wie schnell darf man jetzt hier fahren? Ja, 100 wäre ein bisschen krass, ne? Es klatscht ja auch kein Prüfer und sagt, das war irgendwo 2%. Das macht ja keiner. Ach so, und übrigens, ich setze jetzt schon mal die Sonnenbrille auf. Nicht, weil ich cool sein will, sondern weil ich einfach als Fahrlehrer, wenn du die ganze Zeit unterwegs bist und du guckst den ganzen Tag so, kommst du abends nach Hause, guckst immer so und hast hier Kopfschmerzen, weil du denkst so, ja. Also nicht, dass ihr denkt, ich will hier cool sein und die ganze Zeit rechts vorne weiter und so, sondern ich setze die Sonnenbrille wirklich auf, weil du sonst den ganzen Tag den hier machen musst. So, jetzt aber los, viel Spaß. Wenn alles passt, dann ziehen wir wieder los. Genau, denk nur dran. Guck mal, da die Ausfahrt, Einfahrt, aus der ich rausgekommen bin, ne? Schulterblickmäßig, da musst du reingucken. Da drunter ist ein Fahrradfahrerschild. Fahrräder dürfen vorbei. Okay. Das heißt, für Fahrräder ist rechts vor links. Okay. Ein bisschen komisch, aber ist so. Ich habe immer gedacht, okay, ach, Einbahnstraße baller ich vorbei, ich habe Vorfahrt. Aber ist nicht so, musst du aufpassen. Ja, kommen keine Fahrräder? Nee. Gut. Checken, checken. Und dann gehst du ein bisschen links rein. Ruhig wieder Gas geben. Muss halt nicht 30 fahren, aber mit dem zweiten Gang ist halt geschmeidiger. Also der erste Gang macht halt immer so. Ja, das stimmt. Lass die Zeit, wenn du jetzt hier vorbeifährst, Spiegel wieder gucken. Genau. Nee, 30 wäre mich auch zu schnell. Ist auch. Wie willst du das denn machen? Geht doch gar nicht vernünftig, ne? Halt nicht wirklich Übersicht. Nee, bisschen links rüber, wegen dem Auto. Also ja. Guck einfach darüber, weil du guckst sehr gut schon nach da vorne und du guckst noch so ein bisschen auf die Spiegel, dann kriegst du das locker hin. Okay. Lass dir Zeit, Kupplung drücken, langsam runterbremsen. Jetzt guck mal nach vorne in die Straße. Ja. Darf man da rein? Nein. Gut, dann fragst du in der Prüfung rechts oder links, wenn es zwei Optionen gibt. Wir fahren jetzt links. Okay. So, ruhig, erster Gang. Nächste Frage ist, wer hat hier Vorfahrt? Ja, rechts vor links. Ja, das heißt, wir gucken nur auf die, langsam weiterschleifen. Und schön mit den Augen da bleiben, ganz langsam, weil das ist wirklich schwer. Langsamer, siehst du, man sieht gar nichts, ne? Langsam rum, jetzt kannst du locker rum. Correcto mundo! Ja, und jetzt fahren wir geradeaus weiter. Ruhig ein bisschen Power jetzt, weil die Ampel grün ist. Ja, der fährt ja nicht los. Schläft Antonio. Okay, dann jetzt drück drauf. Und dann direkt zweiter Gang noch auf der Kreuzung. Jetzt fahren wir von einer 30 in die andere 30, ne? Ja. Wir fahren jetzt übrigens hierher, einfach um zu sehen, ob du verstanden hast, wann kannst du den ersten Gang nehmen und wann den zweiten. Hier kommen jetzt ein paar rechts vor links Ecken. Und du musst immer unterscheiden, nehme ich den ersten oder nehme ich den zweiten. Aber nicht sofort, erster Gang, fahr erstmal, du kannst noch gar nichts sehen. Ja. Also vorsorglich den ersten Gang, das sollst du nicht machen. Okay. Beobachte, Kupplung los und weiter. Und jetzt aber auch beschleunigen, dass du wieder auf die 30 kommst. So. Noch ein bisschen nach meinem Spiegel gucken. Fuß nimm ganz weg von der Kupplung. Das habe ich. Ja, nee, also, ja, genau. Ich will den immer drüber halten. Ich weiß, aber das schürt innere Unsicherheit. Am Anfang denkt man so, ja, da bin ich sicher, da bin ich schneller. Ja. Oder schneller, aber das ist, das bringt nichts. Okay. Vor allen Dingen drückst du dann immer bei jedem, wo du dir nicht sicher bist, so ein bisschen die Kupplung, ist nicht cool. Nein, denk nicht drüber nach. Wir können die auf gar keinen Fall überholen. Okay. Eher Kupplung drücken und erster Gang. Denn in der Fahrschule musst du fahren wie ein Opfer. Okay. Du kannst nicht fahren wie jemand, der schon Führerschein hat. Der wäre einfach links vorbeigefahren, das wäre es gewesen. Ne? Wollte ich jetzt machen. Ja, ich weiß. Kannst du nicht bringen. Dann kriegt der Prüfer solche Augen. Okay. Wer hat dir das denn beigebracht? Das ist ja auch nicht anders. Zack, krieg ich an den Nacken. So, ich ein bisschen Gas. Bleib locker dahinter, ne? Weil du musst ja theoretisch 1,50 Meter Abstand zu ihr haben, um sie überhaupt überholen zu können. Mhm. Das geht gar nicht, da musst du komplett in den Gegenverkehr. Da kannst du überhaupt nicht sehen, ob jemand kommt. Und C, du kannst gar nicht sehen, rechts vor links kommt, ist da eine Straße oder nicht, dann brauchen wir wieder Glück. Okay. So, was cool. Siehst du da hinter dir? Der macht schon die ganze Zeit hier die Schlange. Ja, der will überholen. Ja, ich weiß, aber wie soll er das denn machen? Ja. Geht doch gar nicht. So, bleib am Gas, guck rechts rein, ist rechts vor links.
wieder Gas geben. Jetzt können wir überholen. Ein bisschen Gas geben. Zweiter Gang. Blinker links. So, und dann volles Herz links raus. Aber komplett auf dem Gegenverkehr. Volles Rohr. Okay. So. So bleiben. Was denn? Ist doch alles gut. Bleibst du so. Kein Gas. Blinker aus. Nur langsam zurück. Langsam weiter. Und wieder Gas. Gut. So, wechseln Sie den Akku. Das mache ich natürlich. Ja. Nein, nein, nicht ganz. Nein, nicht ganz. Passt. Und dann fahren wir rechts weiter. Spiegel. Genau. Und jetzt wieder die Frage, kann man mal sehen? Ja. Dann der erste Gang. Und dann locker rum. Lass dir Zeit, Schulterblick hast du? Ja. Cool. Genau, dann locker rum. Fährst, sieht das aus, als würdest du parken wollen. Okay. Und dann fahren andere Autos vielleicht an dir vorbei. Ja, okay. Wenn du so stehen bleibst, ist allen klar, was du gleich als nächstes machst. Du wartest, bis der vorbei ist und dann gehst du. Genau, haben wir. Spiegel gucken, nochmal Schulterblick nach links, dass keiner kommt und dann gehst du einfach weiter. Schön links rüber, deutlich. Würde geradeaus. Will sie nicht? Nee, geht sie rum. Okay, dann können wir langsam weiter. Wegen dem Fahrradfahrer. Ja, fahren wir weiter nach vorne, aber das ist Arbeit. Den kenne ich, der hat es drauf. Ah, ja. Okay. Und locker rum. Ne? Überall in so kleinen Wohngebieten sind immer mal wieder so Straßen. Und dann fahren wir jetzt rechts weiter. Wenn du dich daran erinnerst, als wir gerade rechts vor links so erklärt haben, ne? Guck mal, oben rechts steht voll mies das Schild, siehst du das? Ja. Gut. Wir fahren halt jetzt rechts rum, so, kurz gucken. Jetzt bis zum ersten Gang alle Füße loslassen. Weil verkehrsberuhigter Bereich ist halt so 8 km/h. Eigentlich 4 bis 7, aber so schon langsam fährt das Auto gar nicht. Da hinten ist gleich Ende verkehrsberuhigter Bereich und die 30-Zone, ne? Mhm. Wer hat da gleich Vorfahrt? Ja, ist rechts vor links. Trotzdem. Ja, aber es gibt ja 3 Ausnahmen von rechts vor links. Eine war ein Wald- und Feldweg, eine war abgesenkter Bordstein. Was war die andere? Boah, scheiße. Verkehrsberuhigter Bereich. Ach so, ja genau. Und da sind wir jetzt gerade drin. Weil wenn du so langsam fährst, haben die gesagt, gibt es kein rechts vor links. Okay. Jetzt drück mal die Kupplung. Das bedeutet,
alle haben Vorfahrt. Ich würde fast sagen beide, so. Aber es gibt ja sogar drei. Der hat ja auch noch Vorfahrt. Okay. Wenn jetzt gar keiner kommt, schleifst du dich langsam weiter. So, jetzt kann ich aber... Wieder ein bisschen Gas. Ja. So, dann links weiter. Wenn die Straße jetzt nur nach links geht, blinke ich trotzdem? Ja, es geht aber auch geradeaus. Ach so, ja. Okay. Genau, jetzt einfach locker große Kurve, ein bisschen größer machen. Weil wenn da einer rauskommt, dann musst du den hier... Mies, ne? Boah, ja. So, Ende der 30-Zone und Vorfahrtgewehr. Ja. Also schön locker. Kupplung am besten schon leicht drücken. Und jetzt halt weit nach links gucken, ob da jemand kommt. Ja. Ist okay. Weil, guck mal, die Straße ist auch eng. Ach, da ist unser hier. Gut, dass man auf der Kamera nichts riechen kann. Ne? Ach so. Da sind die Dinger. Ja. Boah, ist da hinten, ne? Ach so. Kommen noch die beiden Fahrradfahrer. Ja, du kannst nichts machen. Chillst du einfach so lange, bis da gleich frei ist. Ne? Ja. Ist halt so. Also du musst halt wirklich auch in der Prüfung dann die Ruhe bewahren so, und so lange warten, bis dann da wirklich frei ist. Ja, viele wären ja jetzt dann losgefahren. Das hätte man, glaube ich, geschafft vor dem Ball. Ja, aber denk dran, du sollst nie so fahren, als hättest du schon einen Führerschein. Ja. So, und jetzt kannst du langsam durch. Der Prüfer will ja sehen, dass du sicher bist. Ja. Was wäre das für eine sichere Entscheidung gewesen? Das hätte gepasst, ja, irgendwie. Genau. Und dann locker. Schiedsschraubenzieher passt auch irgendwie in eine Kreuzschraube. Aber irgendwie halt, ne? Bisschen rechts bleiben. Genau. So. Herzlich willkommen in der 30-Zone, waren wir ja lange nicht. Da ist die schöne Rentnergegend vor uns. Jetzt musst du halt wieder überlegen. Lohnt sich das? Kann ich überholen? Schaffe ich das oder nicht? Was meinst du? Sieht halt vorne nicht genug. Ja, aber jetzt mal so anders. Jetzt jeder normale wird doch überholen. Ja. So, genau dazwischen musst du diesen Unterschied finden. Ja. Du musst es wirklich schaffen, dahinter zu bleiben, die Nerven zu behalten. Ja. So, jetzt kommt hier eine Kreuzung, keine Schilder. Wer hat dann Vorfahrt? Ja, rechts vor links. Okay, kann man was sehen? Ja. Ja. Kommt da jemand? Nein. Dann rollst du so, wie du bist, einfach weiter. Kommt niemand? Jetzt gibst du wieder Gas. Das war im zweiten Gang okay. Wenn du nichts siehst, immer erst. Okay. Und der Prüfer will einfach nur dein Verständnis sehen, weißt du, wann erster oder wann zweiter kommt oder nicht. Und wenn du das nicht genau weißt, dann bohrt der nach. Wenn der nachbohrt, ist wie beim Zahnarzt, das ist nicht cool. Spiegel, Spiegel, Schulterblick und raus. Wer hat hier an der Kreuzung Vorfahrt? Auch die. Ja. Also auch rechts von links. Kommt da jemand? Nein. Dann kannst du langsam ein bisschen aufs Gas drücken. Aber langsam. Ein bisschen Lebensmittel. Ein bisschen Spiegel einmal. Ja. Bisschen weiter so. Ja, genau. Ja, es wird spannend. Aber das ist mein größtes Problem, ne? Und dann rechts weiter. Was ist dein größtes Problem? Spur halten. Ach nein. Das ist normal so am Anfang. Echt? So, guck mal, wieder an die Linie, ne? Zack, erster Gang. Und jetzt tastest du dich einfach langsam so rein. Bisschen auch rechts rüber. Bisschen. Und wir fahren nur, wenn du sicher bist. Ja. Cool. Den Spiegel kontrollieren, dass das auch wirklich passt, ne? Damit du deine eigene Entscheidung lernst, einzuschätzen, war das gut oder war das geht so. Wie schnell? Weiß nicht. Von wann bis wann? Ja, bis zum nächsten Schild, oder? Ja, aber liest das nächste Schild nochmal genau. Dann verstehst du meine Frage. Von 7 bis 17 Uhr?
ist hier wie schnell? 50. Ja, ohne dass ein Schild steht. Kannst dem Dennis noch alles erklären. Mann, ey, wann sehe ich den denn mal? Ja, er sagt, er will jetzt auch durchziehen. Hat er gesagt? Hat er gestern noch gesagt. Gestern hat er, glaube ich, noch gesagt. Ich hoffe mal. Dennis, ich ruf dich an. Mit der Bremse raus. Doch, hast du. Hast du dich drauf konzentriert. Du hast ja heute schon 100 Mal ganz easy gebremst. Ja? Klar, hast du. Nein, gemerkt, in diesem letzten Moment mache ich immer den so. Nein. Unsere Köpfe. Okay, ja, checken wir nochmal. Hat er echt eine Banane an seinem Spiegel gelegt. Voll lustig, oder? Ja, aber was ist das für ein Symbol, Alter? Nee. Also manche haben eine Felge oder einen Boxhandschuh, das verstehe ich ja noch. Aber ja, oder Kinderschuhe. Sieht man auch ganz oft. Ja, ja. Aber eine Banane. Was ist das für eine Message, Alter? Die sind alle Banane. Genau, und dann halt wieder Gas. So viel wie möglich. Ne? Aber nicht extra und speziell dann runterbremsen und da Fußgänger überlassen oder sowas. Das ist nur so eine, man nennt das Fußgängerrettungsinsel. Okay. Oder eine Überquerungshilfe. Man soll denen das Überqueren da ermöglichen, aber nicht, dass du da stehen bleibst und alle durchwinkst, wie St. Martin. Sondern einfach nur gucken. Genau. Oben rechts das Schild. Dann kann ich im zweiten Auf Gang. Auf jeden ja. Fall, aber langsam lösen. Denk dran wegen diesem Zusammenkommen. Gut, mal locker wieder. Du hast Fuß ganz weg von der Gruppe. Das wäre nicht hier wie so eine Art Ja, ist ja so. Also, man gewöhnt sich daran. Ne? Der ist immer so da drüber. Ja. Man denkt so, gleich drücke ich. Ja, man hat das Gefühl, dass man sicherer ist, irgendwie, wenn man schneller drücken kann. Ja, dieses Sicherheitsgefühl tarnt sich. Das ist eigentlich Unsicherheit, wenn man denkt, da bin ich schneller, dann kann ich besser reagieren. Aber ist gar nicht so. Wenn du dich jetzt zwingst, den daneben zu legen, merkst du, okay, ich hab's im Griff, okay, ich kann's kontrollieren. Aber man muss sich am Anfang immer erst dazu zwingen, ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja mein Job. Ein bisschen was muss ich auch machen. Sonst wäre ja langweilig. Spiegel einmal nochmal checken. Und dann von zwei Fahrstreifen immer auf die rechte. Weil das ist richtig. Weil mit dem linken immer irgendwas passiert. Jo. Die rechte ist die einfache, ne? Ja. Cool. Sehr gut. Sehr gut. So, Fahrrad aufpassen. Ist gut. Einfach aufpassen. Man sieht, die Herz schießt sofort hoch. Ja. Aber ist richtig, dass du so reagierst. Schön langsam hier drüber. Und wie viele Pfeile gehen jetzt da nach links? Zwei. Wir fahren auch links. Spiegel gucken. Also rüber? Nee. Blinken? Du hast mir doch gerade gesagt, von zwei Pfeilen. Ja, okay. Bleiben wir hier. Dem auf dem rechten. Kuppeln durchdrücken. Langsam. Ja. Sieh, jetzt habe ich mich drauf konzentriert. Hast du gemerkt? Ja. Geschmeidig. Wenn es passt, direkt zweite Gang. Schön locker. Große Kurve. Ist die Zeit. Wie größer? Ja, einfach. Musst du dich dran gewöhnen. Das ist ich erwische mich im Moment da voll oft dabei. Yeah. Ach, ich glaube, das ist am Anfang nur so. Yeah. Wenn wir so unterwegs sind, Dennis und ich auch, und ich merke so in der 30er-Zone, dass der mindestens 50 fährt, so, dann schreie ich immer, hier ist 30. Ich erwische mich da im Moment voll oft, weil dass ich so darauf achte. Ja, das ist richtig übel. Auch viele Eltern sagen dann immer so, boah, meine Kinder sind eine Katastrophe, seitdem die Führerschein machen. Weil wenn die mit den Eltern fahren, jetzt ganz ehrlich, in der 30-Zone fahren viele 40 oder 50. Ja. Das passiert wirklich. Und als, wenn du jetzt Fahrschüler bist, dann passt du ja auf, weil du weißt, wenn richtig. Du nicht aufpasst, bist du dran, ne? Richtig. Du bist immer so, oh, wie viel fährt der schon? Boah, der Taxifahrer fährt schon 50. Ja, dann ist halt so, dann wirst du nervös, gebe ich dir recht. Ist aber auch normal. Und dann gleich rechts weiter. Check schon Spiegel. Blick. Cool.
oder zweite Gang. Guck dir mal die Ampel an, die blinkt. Wenn die weiter blinkt, ist alles cool. Dann jetzt zweite Gang und roll weiter. Nicht stoppen. Weit nach links gucken und roll weiter. Einfach so, wie du bist, rollen. So, auf die Linien gucken, nicht drüber fahren und nach vorne die Ampel gucken. Und gut, dass du jetzt keinen Gas gegeben hast, weil wo wärst du denn hingefahren? Ja. Da hättest du wieder nur Stress gekriegt und Power ja, und so in die Kurve. Deswegen tu dir immer erst die Ruhe an und wenn dir dann langweilig wird, durch erste Gang. Ach. Langsam, langsam, das ist die Zeit, nicht beeilen. Guck mal, hinter dir ist keiner. Also ja, doch jetzt. Ja, easy. Aber tu dir immer erst die Ruhe an und wenn dir dann, wenn du dann merkst, yo, hab ich im Griff, dann drückst du erst drauf, nicht vorher. Jetzt brauchen wir mal Glück. Okay. Abgesenkter Bordstein. Auf jeden Fall. Das ist ja so, das ist auch, ja. Hier musst du alleine entscheiden. Okay. Ja, der Prüfer wird nichts sagen, weil der fährt hier hin, der guckt sich das an und sagt, okay, da ist Anlieger frei und Einbahnstraße und... Was bedeutet Anlieger frei? Das darf da keiner reinfahren? Nur die Leute, die da wohnen und die, die du kennengelernt hast, die da wohnen. Ach so. Okay, Blinker rechts. Alles gut, ja, fahren wir jetzt an. Das bedeutet, die wollen nicht, das ist eigentlich eine Abkürzung, diese Straße. Wir müssen jetzt hier so einen Bogen fahren, damit wir da rumkommen. Ah, okay. Aber man könnte da durchfahren, das wäre eine Abkürzung. Okay. Aber die Leute, die da wohnen, die haben keinen Bock, dass den ganzen Tag Autos da durchfahren, wie eine Hauptstraße. Ja, ja, klar. Also haben die dieses Anlieger frei dahin gemacht. Wenn du jetzt aber jemanden kennst, der da wohnt, darfst du den besuchen. Okay. Kennst du da keinen, darfst du nicht da rein. Bevor der rein sonst kennst du da keinen. Ach, für mich. Am Ende, siehst du das Schild? Ja. Jetzt kannst du fragen, rechts oder links. Wir fahren links weiter, Blinker links. Und weil wir in der Einbahnstraße sind, ganz links rüber. Trotzdem ist rechts vor links. Check nochmal, weit rüber gucken. Sehr gut. Aber merkst du, jetzt wird schon spannend hier, ne? Krasse Sache. Ich hab dir gesagt, es wird immer schwieriger. Ja. Am Anfang denkt man so, boah. Die erste Stunde war richtig geil. Läuft. Direkt so 100 über Dinge in Schnellstraße da. Ja, ja, das war cool. Die mir so läuft. Ja, das 100 ist auch nicht so schwer. Die kleinen Miststraßen hier, so, das ist so. Ja. Ich habe anfangs gedacht, das wäre echt andersrum, ne? Weil dieses schnelle Fahren, also im Simulator bin ich durchgedreht, wenn ich 30 fahren sollte. Sonst habe ich schon Angst bekommen. Cool, cool. Wir fahren jetzt rechts weiter. Erst die. Tag, Tag, Tag. Genau. So. Siehst du die beiden Jungs? Ja. Langsam bleiben, einfach weiter rollen. Guck mal, du hast ja Vorfahrt gewähren, ne? Mhm. Vielleicht schaffst du das, wenn du jetzt weit nach links guckst. Guck mal nach links.
Wenn da keiner kommt, rollst du einfach weiter. Einfach weiter rollen. Und einfach hier rum. That's it. Easy. Und dann fahren wir hier mal links. Das ist nämlich der Bäcker und da werde ich mal diese 6 Euro investieren. Schmeiß noch einen Blinker an, dass der hinter dir rafft, dass du machst. Ein bisschen Gas, genau. Mach nochmal einen Schulterblick, dass da kein Fahrrad kommt. Und dann fährst du hier locker drauf. Schön gerade einfach. Okay, erster Gang. Mhm. Dann. Mhm. 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 Und blinken, dass alle raffen, dass wir losfahren. So. Und jetzt fahren wir hier voll geil. Privatweg, betreten auf eigene Gefahr. Das ist wie mit dem Leben selbst. Ne? Du lebst auf eigene Gefahr hier. Jasmina, wir werden jetzt umkehren. Also? Also, ich würde sagen Kupplung und Stopp. Dann der Rückwärtsgang. Mhm. Linker, rechts. Volle Pulle nach rechts einschlagen. Und dann drehst du dich um. Also keinen von den Kids Platz sammeln. Nee, umdrehen mit umdrehen da. Ja, genau. Und nur ein bisschen Kupplung und Kupplung wieder runterdrücken. Und wieder ein bisschen Kupplung und Kupplung wieder runterdrücken. Dass du das schön kontrollierst. Genau so. Sobald das zu schnell wird, drückst du sofort runter. Genau gut. Und wieder runterdrücken. Dass du das kontrollierst. Cool. Wieder lösen. Wieder runterdrücken. Wieder lösen. Korrekt. Und Bremse, dass er den nicht wegrollt. Genau. Erster Gang. Wie viel Uhr musst du den Bus kriegen? 14:25 Uhr. Okay, dann lassen wir dich, glaube ich, am besten gleich jetzt schon dann da raus, weil die nächste macht eine Automatikstunde und dann muss ich so, dann wird nicht, dass wir da nur 24 da werden, das wäre cool. Also fahren wir direkt links. Viel Kurbeln. Vorfahrt. Genau, wenn du sagst, passt. Oh, weiß ich noch nicht. Ja, oder? Schön langsam. Nicht, taste dich, musst dich einfach tasten. Nee. Das ist wie im Dunkeln, wenn du so im Dunkeln so im Kühlschrank läufst, weißt du, da rennst du ja auch nicht los. Dann machst du so langsam und ja, das so, ne? Guckst erstmal überall. Wo bin ich so, passt das? Und so musst du das hier auch machen, geht gar nicht anders. Du kannst dich einfach losrennen. Ja. Kommt einer im Knalls, ne? Und bevor du dir, sag ich mal, den kleinen Zeh am Türrahmen haust, das bockt ja nie, machst du halt langsam. Und genau so ist hier auch. Also du fährst halt ganz langsam hier rein, so dass das für dich passt. So. Komm mal mit, Edis. Und wichtig ist dabei auch, dass du viel links und viel rechts, das sind beides immer, genau. Und dann schön langsam, aber trotzdem. Das passt. Ja. Guck mal, du bist ja weg und dann kann der locker hinter dir helfen. Okay. Siehst du das? Zack, jetzt geht er hinter dir her. Alles gut. Wärst du jetzt auf seinem Weg stehen geblieben, wäre viel schwieriger für ihn. Ja, okay. Cool, wieder erste Linie. Passt, ne? Mhm. Ist das normal mit dem Kopf immer am Ende? Mhm. Weil ich denke, da ist der Fehler irgendwo. Nein. Das ist, wenn du am Ende die Bremse loslässt, rollst du ja, dann hast du das nicht mehr. Ja. Aber um das loslassen zu können, brauchst du dafür die Nerven und die Erfahrung. Ja. Also ist das kein Grund, dass man durchfällt? Das interessiert überhaupt keinen. Okay. Ehrlich nicht. Das interessiert keinen. So weißt du. Schön langsam weiter, schön schleifen. Wieder in das Ding hier rein. Achso, ja, ja. Erster Gang hast du? Nee, erster Gang. Erster Gang. Wir langsam lösen. Das war's. Sie haben bereits ihre Höchstgeschwindigkeit erreicht. Achso. Wir fahren mit riesigen 8 km/h. Guck auf den Radfahrer hier, ne? Rechts ist er den schön durch. Also durchfahren. Mhm. Genau. Hinter dir ist cool. Was soll sie machen? Ne?
Anfang habe ich immer gedacht, also ich könnte verstehen, wenn du jetzt denkst, ich will dich verarschen mit der Geschwindigkeit hier. Nein. Aber ist okay. Schön links rüberfahren. Quasi. Kupplung und Bremse erstmal. Wir müssen hier umkehren. Wie sollen wir das am besten machen? Ach so. Ja. Weiter geradeaus fahren erstmal noch, oder? Und dann? Aber wo ist geradeaus? Da ist ja Ende, da ist ja der Zaun. Ja, können wir nicht noch so ein Stück und dann so? Ich würde es genau andersrum machen. Ich würde ein Stück so fahren und dann rückwärts nach hier. Okay. Weil das, pass auf, ist einfacher, wenn du hinter diese Seite guckst, als wenn du hinter deinen Kopf gucken musst. Ach, ah, ja. Weißt ja, du, wenn du hier rumfährst, dann musst du ja rückwärts nach da gucken, wo der Typ gerade herkommt, um zu sehen, dass der da kommt. Das kannst du nicht, weil dann musst du so machen. Ja, okay, stimmt. Verrenkst du dir den Hals. Also fahr lieber so, dass du hinter meine Seite gucken kannst. Das ist einfacher. Also fahr lieber dahin. Also ich blinke jetzt aber erstmal, ne? Genau, blinken und dann langsam rüber. Ich muss schon ein bisschen nach rechts lenken. Ach, nach rechts. Nach rechts? Ja, noch mehr. Noch mehr. Genau, schön langsam so weiter. Warum macht er nichts? Weil du die Kupplung nicht löst. Hä, doch? Ah, jetzt. Ja, kommt er. Wenn du willst, dass er schneller kommt, dann lässt du sie weiter los. Genau. Nee. Dann wieder runterdrücken. Du machst genau richtig so. Und jetzt stopp, guck mal. Das reicht ja fünfmal zum Umkehren. Ach, klar. So, dann Blinker links. Schön langsam große Kurve. Stehen, dann Gang raus und Handbremse. Genau, zack, andersrum. Jawohl. Dann kannst du alle Füße loslassen. War doch gut. Ne? Ja. Wichtig ist, dass du diesen Rechts-Vor-Links-Unterschied jetzt auf dem Schirm hast. Sehe ich was? Sehe ich nichts? Erster Gang oder zweiter Gang? Dass du diese Skills drauf hast. Du merkst, also wenn ich nicht sehe, ist erster Gang. Wenn ich was sehe, dann zweiter Gang. Das habe ich gecheckt. Genau, genau. Ja. Das ist halt auch wichtig, dass du dir das, dass du das mit Ruhe machst. Und verkehrsberuhigter Bereich, abgesenkter Bordstein und Feld- und Waldwege, sowas, ist kein rechts vor links. Sie sind wartepflichtig. Und du hast ja jetzt den Riesenvorteil, dass du dir dann auch die Fahrstunde nochmal online angucken kannst. Fisch. Nein, nein. Okay, dann ist gut. Okay, cool. Dann komm gut nach Hause. Ja, danke. So, boah, ich muss den Sitz jetzt noch ein Stück zurück machen, Freunde. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Denkt dran, wie immer, liken, abonnieren und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Rechts fahren wir weiter, links fahren wir weiter. In Spiegel, aus dem Spiegel, Schulterblick. Ich hab euch lieb. Wir sehen uns. Tschüss.